Topagra-Praxistest, Rauchaxis M20.2. Im Frühjahr 2020 konnten wir den nahezu komplett ausgestatteten Rauchaxis M20.2 ausgiebig testen. Er lässt sich einfach in der Kategorie 2 oder 3 entkoppeln. Ansonsten sind nur noch die Zapfwelle, ein Hydraulikschlauch für die Grenzstreueinrichtung Telemat und das Isobus-Kabel zu verbinden. Der Streuer wiegt leer 395 Kilogramm. Die zulässige Nutzlast beträgt 2300 Kilogramm. Mit dem Aufsatz L800 hatte der Streuer laut Hersteller ein Volumen von 1800 Litern. Wir konnten damit problemlos 1700 Kilogramm ASS mitnehmen. Die Abdeckplane lässt sich einfach öffnen. Die Einfüllöffnung ist mit knapp 2,3 Metern für die meisten Schaufeln breit genug. Es gibt aber auch breitere Aufsätze. Zum Einstellen muss man im Terminal verschiedene düngerspezifische Parameter eingeben. Optional lassen sich diese Daten aber auch über ein WLAN-Modul übertragen. Da der Jobrechner die Einstellung speichert und sich diese später wieder aufrufen lassen, reicht uns die manuelle Eingabe. Wir testeten den Streuer auch mit Applikationskarten. Wir nutzten dazu unter anderem das Portal Netfarming der Agravis. Aus vorher erstellten Management-Zonenkarten lassen sich für jeden Düngestrich Anwendungskarten erstellen. Die Höhe der Nährstoffgabe lässt sich für jede Zone separat einstellen. Anschließend downloadet man die Karte für das jeweilige Terminal. Wir übertrugen die Daten per USB-Stick auf das CCI 800. Mit manchen Portalen ist auch schon eine drahtlose Übertragung per Agri-Router möglich. Der Import von ISO XML oder Shape-Dateien auf das CCI-Terminal ist sehr einfach und übersichtlich. Auch der Export von bearbeiteten Aufträgen funktioniert gut. Dabei lassen sich die Daten auch als PDF mit den gestreuten Mengen ausgeben. Das ist dann nützlich, wenn die Ackerschlagkarte keine ISO-XML-Dateien verarbeiten kann. Gitterroste schützen die Dosieröffnung zuverlässig vor Düngerklumpen. Das langsam drehende Rührwerk sorgt für einen permanenten Fluss. Beim Befüllen ploppt im Terminal die Waage groß auf. So lässt sich die eingefüllte Menge auch von weitem einsehen. Mit WLAN-Modul kann man sich das Gewicht zusätzlich auf dem Smartphone anzeigen lassen. Bei der Normaldüngung steht der Streuer parallel zum Boden. An der Unterkante sind es meist 50 cm bis zur Bestandsoberkante. Für den Telemat gibt es eine ordentliche Skala zur Einstellung. Mit dem mitgelieferten Werkzeug lassen sich die Schrauben lösen. Der Aufgabepunkt wird für jede Seite separat werkzeuglos eingestellt. Außen am Streuer benötigen die Einstellungen insgesamt nur eine Minute. Der Telemat lässt sich mit einem einfach wirkenden Zylinder einschwenken. Eine mechanische Anzeige zeigt die Stellung ordentlich an. Optional erfasst ein Sensor die Stellung. Servomotoren öffnen die Schieber und streuen über Drehmomentsensoren aktiv die auszubringende Streumenge für jede Seite separat. Elektronische Massenkontrolle bzw. EMC nennt Rauch dieses System. Dazu muss man lediglich im Terminal die auszubringende Menge eingeben. Ein Abdrehen ist nicht mehr erforderlich. Bei unserem Testeinsatz wich die gestreute Düngermenge nur geringfügig von der vorgegebenen Menge ab. Der Axis 20.2 bietet in Kombination mit einer GPS-Antenne auch die automatische Teilbreitenschaltung Section Control. Dazu reduziert der Streuer aber lediglich die Düngermenge und nicht den Aufgabepunkt. Stark über- oder unterdüngte Bereiche konnten wir im Feld später nicht feststellen. Wir arbeiteten mit den Streuscheiben S6. Das sind die größten Scheiben für den Axis 20.2. Damit sind Streubreiten von bis zu 36 Metern möglich. Wir haben meist mit 30 Metern Arbeitsbreite gearbeitet. Alle weiteren Details zum Axis M20.2 sowie die Preise lesen Sie in der Top Agrar-Ausgabe 1 2021.